Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spielraum Magic Quiz. Also eigentlich nicht eine neue, sondern die allererste Ausgabe. Die Idee kam von einem unserer Zuseher, und zwar der Konstantin. Hat Shoutout. Genau, Shoutout, hat gefragt, ob es was... Shout. So was, so was machen wollen. Bitte. Jetzt, alle, jetzt schon mein neues Favorite Video. Okay. Ob wir sowas machen wollen. Und ich habe gesagt, hab mit den zwei das besprochen. Ich habe gesagt, ja. Dann hat er uns Fragebogen was? Geschickt. Was? Wann hat er das mit dir besprochen? Ja. Er hat es in die Gruppe gepostet. Ich sage, ja, ist mal wurscht. Das war die Besprechung, okay, gut. Auf jeden Fall hat er uns zwei Fragebögen geschickt, mehr oder minder, für die zwei Herren. Ich habe mir gedacht, ich kann mitmachen. Jetzt bin ich der Quizmaster. Armin Assinger. Armin Assinger. Und zwar, es gibt mehrere Fragen für euch in drei Kategorien. Es wird so laufen. Ich habe die Kategorien schon gehört, das wird eine Vernichtung werden. Wie soll ich da jemals irgendwas mitmachen? Geld und Wirtschaft, Sport und Lifestyle. Das wäre okay. Schlecht, was? Ich gehe mir mit nichts aus. Und zwar ist es so, dass die ersten 9 Fragen, glaube ich, gibt ich sage euch immer die Frage, teilweise eine Vorgeschichte, dann die Frage dazu. Eigentlich. Es gibt, wenn ihr eine freie Antwort wisst, also ohne, kriegt ihr 100 Punkte als Antwort. Wenn ihr das nicht wisst, könnt ihr euch auch eine Auswahlmöglichkeit geben, dann kriegt ihr 3 bis 4 Auswahlmöglichkeiten. Wenn ihr es dann aus den Auswahlmöglichkeiten... Wer entscheidet, ob es 3 oder 4 sind? Du. Ich steht schon da. Also, da also eigentlich, du kriegst heute weniger als ich. Eigentlich der Konstantin. Nein, das ist wurscht. 3 oder 4, das ist nur... Wollen wir da einen Shoutout machen? Wieder singen? Nein. Gibt es 50 Punkte dann. Okay. Und zum Schluss schauen wir, wer mehr Punkte dann hat. Dann wird 10 Euro ausgezahlt vom Konstantin. Danke, Konstantin, dafür. Danke fürs Sponsoring. Falls auch ihr uns Geld schicken wollt. Wie war das? 50 Euro überweisen, wir spenden 25. Genau. Gut, wir fangen an. Und zwar die erste Kategorie ist Lore. Und die erste Frage geht an den Matthias. Wunderbar. 0 Punkte. Und zwar die Welt. Kann ich, eigentlich stehlen auch? Nein, okay. Wir machen kein Stehlen. Die Welt von Kaladesh. Oh Gott. Ah, das ist eh deine. Ja, es was ist. Was heißt da? Ich kenne die Du Karten, magst das doch. Magst bitte. Du das nicht? Also die kurze Einleitung. Das Konsulat, der Regierungsapparat von Kaladesh, erkannte das Potenzial des Äthers als Kraftstoff und entwarf Verteilungsmethoden, um sicherzustellen, dass alle Zugang dazu hatten. Diese Bemühungen führten zu einem weltweiten Renaissance der Erfinder. Es war eine Zeit der Hoffnung, des Optimismus und der grenzenlosen Kreativität. Dies ist eine Zeit zum Feiern. Also, geht es in Kaladesh nicht irgendwie so um die Bösen und die Bösen? Das ist so negativ, das klingt so gar nicht. Ihr wollt halt Lore haben, das ist Lore. Ja? Geht schon los. Das Konsulat hat vor kurzem die Erfindermesse angekündigt. Ein Fest, das die unzähligen Karte. Erfindungen des großen Ätherbooms gefeiert werden sollen. Luftschiffe fliegen um die Wette, Kampfmaschinenkonstrukte treten gegeneinander an, Genies messen ihr Können in Wettkämpfen und ihr elegantes Design wird ausgezeichnet. Die Frage, wie lange erstreckt sich die Erfindermesse bzw. das Fest? Was? Ja, keine Ahnung. Monat. Willst du, das Nein, ist deine Antwort? Das ist meine Antwort. Ein Monat. Das ist richtig. Geil. Wunderbar. Ich bin so gut in diesem Spiel. Was? Ein Monat. Wunderbar. Geil. Jetzt schon meine Lieblingskategorie. Lore. Keine Ahnung, aber gut im Raten. Super. Wunderbar. Sehr geil. Gut, danke. Was wären die Antwortmöglichkeiten gewesen? Ein ganzes Wochenende, eine ganze Woche oder ein ganzes Monat. Also über ein ganzes Monat aber. Gut. Christopher, ja, Innistrad. Jawohl. Alter, komm. Gut, ich kann es sicher nicht beantworten. Oh, er kriegt aber weniger Punkte bei mir. Ich bin mir sicher, meine Vorgeschichte dauert 3-mal so lange, wie du bei der halben Frage schon weißt die Antwort. Okay. Wenn der Tag sich neigt... Ist das eine Textaufgabe? Wie lange braucht Christopher zum Antworten? Und der Mond über Innistrad aufgeht, werden die Menschen zur Beute. Werwolfsrudel werden von Mord nach draußen gelockt und ihre animalischen Instinkte lassen keinen Funken Menschlichkeit mehr zurück. Die Angehörigen der Vampirfamilie läuft bei den Gedanken an Menschenblut das Wasser im Mund zusammen. Die Menschen Innistrads setzen sich mit allen Mitteln zur Wehr. Sie bilden fackelschwingende Mobs und die Abscheulichkeit mit um die Abscheulichkeit mit Feuer zu vernichten. Hat er das geschrieben? Wenn er das geschrieben hat, ist das urgenial. Das ist super. Ich habe ein paar Fragen umgestellt und eine ergänzt, ein bisschen was weg, aber es ist alles Konstantin. Super. Und vor allem rufen sie die Macht der Kirche zu Hilfe. Die Kirche ist nach ihrer Anführung benannt. Den mächtigen Erzengel. Oh, da kommt. Wie heißt sie? Wie heißt der mächtige Erzengel? Super. Super. Danke für die erste Frage. Du kriegst auch eine Zusatzfrage in diesem Fall. Wieso? Weil es gibt 3 Zusatzfragen und du hast die erste hier.
Welcher Planeswalker erschuf den Erzengel Abasin? Markov. Danke. Cool. Passt. Habe ich jetzt 150 Punkte? Jetzt hast du 200 Punkte. Ja, was? Jawohl. Nein, ich brauche keine Antwort. Was ist das aus, für ein Blödsinn, Alter? Wenn ich halt einfach lore-technisch versiert bin. Ja. Nein, ist eh in Ordnung, Alter. Jetzt kriegst du eine Frage über Ixalan dafür. Was? Magst du keine Saurus? Okay. Meine Antwort ist, wie heißt das Ding, was sie suchen? Das sagt er gleich. Ah. Tief im Herzen von Ixalans dichten Urwäldern liegt ein Schatz, verborgen, der allen Vorstellungskräften. Wieso schreibt der Konstantin nicht die Magic-Bücher eigentlich? Finde ich halt viel besser. Weil er für uns schreibt, verstehst du? Konstantin, bewirb dich mal, das hört sich wirklich cool an. Sicher verborgen in der goldenen Stadt Oraska. Liegt immer während der Sonne. Ja, ein Artefakt, dessen mystische Kraft grenzenlosen Reichtum, Kontrolle über Naturgewalten und nicht zuletzt ewiges Leben verspricht. Tapfere Entdecker aller vier Völker machen solche Orte ausfindig, während sie auf der Suche nach der goldenen Stadt Ixalans durchstreifen. Welche vier Völker suchen nach der goldenen Stadt Oraska, in der immerwährenden Sonne noch immer verborgen ist? Ui. Also Vampire sind einmal unterwegs. Also wo bist du frei? Okay, fix, passt. Alter. Vampire? Ja. Was gibt's noch? Also, mehr Völker vermutlich. Die Dinosaurier werden nicht danach suchen, oder? Ich meine, die beschützen das vermutlich. Was gibt's denn noch so? Was ist denn rot? Rot sind die Dinosaurier. Grün sind aber auch die Dinosaurier und die Meervölker. Blau sind auch die Meervölker. Schwarz und weiß sind die Vampire. Das waren schon die zwei Völker, die es gibt. Völker? Es sind vier sogar. Kann ich stehlen oder nicht? Nein, kannst du nicht. Ich wüsste es. Ja, wirklich. Na sicher. Alter. Gibt's da so Gorgonen? Ist die Frasca so eine Anführerin? Piraten. Entschuldige, Piraten gibt's noch. Also welche sind vier sind's, deiner Meinung? Ja, was ist das vierte? Gib mir mal die Antwortmöglichkeit. Nein, also willst du... Okay, lass mal sowas ja, zu. Ja, sicher. Okay, die Antwortmöglichkeit A. Ritter, Dinosaurier, Meervölker und Dämonen. Möglichkeit B. Piraten, Meervölker, Dinosaurier und Vampire. Möglichkeit C. Menschen, Meervölker, Piraten und Werwölfe. Möglichkeit D. Piraten, Elfen, Meervölker und Vampire. Ich überlege, ob es Elfen gibt. Auf Ixalan. Nein, gibt's nicht. Ja, dann suchen offensichtlich doch die Dinosaurier. Also ist es? Ist es B oder was? Genau. Die Dinosaurier suchen? Nein, die Dinosaurier-Rider sind das. Die Dinosaurier suchen. Was? Das ist das Hurtli-Volk, ja. Die auf den Sauriern reiten. So, aber die haben keine echte Bezeichnung. Das sind Dinosaurier, genau. Das sind Dino-Riders eigentlich. Ja. Okay. Also was schon recht mit Dinosauriern. Ja. Yes. Aber ganz ehrlich, an die Dinosaurier hätte ich auch gestruggelt ein bisschen. Weil ich mir gedacht habe, die können nicht suchen. Wie sind die Piraten das nicht eingefallen? Suchen, und da geht schon der T-Rex. Ja, das finde ich wieder weird halt. Was machen die damit? Sich vom Kometen schützen, ne? Wenn er kommt. Es geht ja um die Menschen, die auf den Dinosauriern reiten. Ja. Gut. Also wären Menschen doch richtig gewesen. Die nächste Lore-Frage. Die Welt kriegt sicher wieder eine Bonusfrage. Die Welt von Kaladesh, nein, diesmal nicht. Aber auch, naja, lassen wir es. Chandranala verließ ihre Heimatwelt Kaladesh beim Erwachen ihres Funkens, was sie vor dem sicheren Tod durch die Hand von Leutnant Baral rettete, indem sie zu einem Kloster auf Regatta versetzt wurde. Nun kehrte sie zurück, um einen geheimnisvollen Regenten vor der Verhaftung zu bewahren. Nur um auf jemanden zu treffen, den sie seit Jahren für tot hielt. Wen trifft Chandranala auf Kaladesh? Ihre Mutter. Wie heißt sie? Pianala. Richtig. Der Vater heißt Kieran Nala, der ist aber auch bankelt und darum gibt es das Heart of Kieran. Alles richtig. So, Bonusfrage, komm. Ne? Kriegt er nicht. 500 Punkte. Es gibt nur drei Bonusfragen. Okay. Du kriegst auch irgendwann eine Bonusfrage. Ja, nur zu einem späteren Thema. Nicht zu Lore, du hast das leichter dann, schau. Zendika, die Lore aber jetzt für dich. Lifestyle, Magic Lifestyle. Die Originale oder? Wirst dich hören. Battle for Zendika. Die Core-Planeswalkerin Nahiri war eine wahre Meisterin der Steinschmelztechnik. Nach ihrem Aufstieg zur Planeswalkerin nannten sie viele einfach nur die Lithomagierin. Zusammen mit zwei weiteren Planeswalkern lockte sie die gewaltigen, weltverschlingenden Eldrazi auf ihrer Heimatwelt Zendika in die Falle. Da gibt es auch einen Tipp dazu, den sage ich da, weil du erst struggelst. Das war vor Eiterwächter. Und zwar die Frage ist, welche zwei anderen Planeswalker halfen Nahiri dabei? Das heißt, das war vor Eiterwächter. Das ist vor einiger Woche vor. Nein, aber es geht darum, dass das Old Walker, dass die Old Walker damals waren. Oder was? Ja, zwei brauchen wir. Zwei Old Walker? Mhm. Die zwei haben mir geholfen. Ja, Nicol Bolas vermutlich nicht. Das ist so der Bösewicht. Deduction Work at Progress.
Ugin und Scharkan. Dein Guess? Ja. Merp, merp, merp. Darf ich stehlen? Darf Bitte? Ich stehlen? Was Ugin und Sorin sind. Korrekt. Sorin? Deswegen, warum arbeitet der mit einer Hire zusammen? Na, das weil das, falsch, das ist der Grund, warum sie Hase auf ihn ist, weil er sie dann... Genau, weil ich dachte, das ist mein Lore, wie das kennt. Das Versprechen von Sorin und Ugin war, da sie gesagt haben, sie beschützen gemeinsam dieses Polyneder-Netzwerk mit Nahiri, wo sie die gefangen haben. Sorin ist nicht mehr kommen, Ugin ist nicht mehr kommen und Nahiri... Also der Ugin ist weggesperrt worden, ne? Genau, und Nahiri hat dann im Endeffekt nicht mehr halten können, auf kurze Lang. Und deswegen war sie gepisst auf Sorin, weil er das Versprechen gebrochen hat. Okay. Traurig. Zendikalor, auch für dich. Super. Die Vampire Zendikas hüten ein furchtbares Geheimnis. Vor Jahrtausenden waren sie willenlose Sklaven. Als ihre einstigen Meister zurückkehrten, verfielen viele Vampire in die alten Strukturen zurück. Manche freiwillig, manche aufgrund magischer Zwänge. Andere folgten ihren Bluthäuptlingen Draenor und flohen mit ihr nach Tasim, wo sich die Armee unter der Führung von Generalin Tasri und Gideon Jura anschlossen. Die Vampire Zendikas waren einst die willenlosen Sklaven von... Kalitas. Ist das dein Guess oder willst du... Nein, ich will die Dinge haben. Ich würde Kalitas guessen, aber... Die Sklaven der Elfen, aha, die Sklaven der Goblins, die Sklaven der Eldrazi, die Sklaven der Koas, die Sklaven der Meervölker. What? Also Eldrazi waren es nicht, Meervölker waren es nicht. Ich glaube, die Sklaven der Goblins, das ist mein Guess. Okay. Die Vampire Zendikas waren einzige Sklaven der Eldrazi. Der Eldrazi? Die waren damals schon da? Ja. Die scheinbar beim ersten Angriff. Ich hätte es auch nicht gewusst. Ich habe es auch nicht verifiziert. Ich hoffe, er hat recht gehabt. Da konzentrieren. Ansonsten können alle flamen. Ich wusste, dass sie nachher wieder den Eldrazis verfallen. Ja, und ich scheinbar... wieder Kalitas. Ja, und scheinbar waren sie beim ersten Mal auch schon innen verfallen. Und wie sie dann zurückkommen sind, sind sie wieder verfallen. Aha, okay. Na, das hört sich aber logisch an. Ja. Ja, den gebe ich auf. Schau, aber fast gleich. Gut, eine Frage zur Ravnica-Lore für Matthias. Eine einfache, meines Erachtens. Welche Gilde machen die Gesetze auf Ravnica? Die Gesetze? Ja. Ich hoffe, es ist Azorius. Ist das dein Guess? Ja. Das ist richtig. Das wäre ur-easy, oder? Ja. Die Azorius-Gilde Weiß-Blau machen auf Ravnica die Gesetze. Der Azorius-Senat widmet sich dem Ziel, der sozialen Gefüge für alle zu regulieren, um Ordnung in das Chaos auf Ravnica Straßen zu bringen. Korrekt. Okay, und was macht Orsov? Die Leute unterdrücken. Leute unterdrücken und okay. Das sind Geld die eigentlich die Gesetze machen, ne? Die beeinflussen. Ja. Beeinflussen ist dann wohl eher Dimir, oder? Aber egal. Nein, Dimir ist unter. Die nächste Ravnica-Lore-Frage von Christopher. Bitte. Diese Menschen streben danach, ihr Leben zu verbessern. Alle Rekruten beginnen ganz unten und können schnell in die Ränge aufsteigen. Boros. Wenn sie Einsatz zeigen, in welcher Gilde dreht sich alles um Aufstieg und Macht? Boros. In den Rängen? Jetzt schaut es nicht so deppert, der ist zwar... um Aufstieg Macht, und Macht. Den Boros geht es nicht um Macht. Aber oder? dann geht es um Orsov. Aber hast du nicht um Ritter geschrieben? Nein, habe ich nicht. Alle Rekruten beginnen ganz unten und können schnell in den Rängen aufsteigen. Also Sie lesen, es ist nicht... dann ist es Orsov. Ist kein Guess, ist Orsov? Richtig. Die richtige Antwort ist, die Orsov-Gilde ist eine starre Hierarchie voll Prunk und Zeremonie, süchtig nach Reichtum und Macht. Gute Leute. Gut, wir kommen in die nächste Kategorie. Kategorie Planeswalker. Da wollen wir mal einen Stand der Punkte haben. Ich würde das schon gerne wissen. Ach so, die sehen das. Die sehen das angezeigt. Ich sehe das nicht. Ja, du musst halt mitdenken. Und Fragen beantworten. Ja. Und rechnen. 250 ist für einen Matthias und 400 für einen Christoph, aber der hat eine Frage mehr bis jetzt. Nein, dann ist alles in Ordnung. Er hat 50 Punkte, hat er praktisch mehr. Oder? Okay. Eins, zwei, drei, vier, ja. Okay, na bitte. Planeswalker, okay. Ja, Planeswalker. Kategorie Planeswalker. Vor etwas mehr als 1000 Jahren geriet Ugin in Konflikt mit dem Ural. Das ist wieder Lore. Ja, es mit ist halt Planeswalker, ist Lore auf Planeswalker, aber es ist... Alright. Die erste ist eine Übergangsfrage. Lore-technisch haben wir jetzt mehr Planeswalker sogar. Okay. Aber Planeswalker sind ja auch Lore in Wirklichkeit. Es geht nicht um Kartenstates.
In keiner einzigen Frage. Gott sei Dank. Leider. Das habe ich mir gedacht. Also, vor etwas mehr als 1000 Jahren geriet Ugin in Konflikt mit dem uralten und böshaften Drachen Planeswalker Nicol Bolas. Auch wenn nicht bekannt ist, Labeling, warum die beiden sich bis auf den Tod bekämpften, fand ihr Duell im Himmel über Tarkir statt. Dieser Kampf sollte das wichtigste Ereignis in der Geschichte Tarkirs werden. Bolas besiegte Ugin und verließ daraufhin die Welt. Welcher Planeswalker rettete Ugin das Leben? Sharkan. Richtig. Ja. Sharkan Wall. Weil er hat herausgefunden, wie er in die Zeit zurückreisen kann, um das, um ihn zu retten. Unnötiger, lass halt den Papa Bolas gewinnen, Alter. Ugin ist der Coole, ne? Bei dem er gerettet. Was? Der Patrick ist immer für die Guten, Alter. Ja, ich bin auch ein Guter. So einschichtig. Christopher. Bitte. Von welcher Plane stammt der drachenverehrende Planeswalker Sharkan Wall ursprünglich? Oida? Das wüsste ich. Oida? Also, glaube ich. Darf ich stealen? Nein. Also, wahrscheinlich ist der Neo auch falsch. warte. Na, sag's nicht. Alara. Oida. Ja, your guess? Jund, ja. Halt, ne? Junt, merp, ja. Merp, merp. Nicht? Nein. Er ist nicht von Jund. Er ist ursprünglich von Tarkir. Oh. Er ist von dort. Ja. Surprise, okay. Surprise. Sharkan Wall stammt ursprünglich von Tarkir. Von ihrer raubtierhaften Herrlichkeit besessen, lernte Sharkan so viel, er konnte über die uralten Drachen, seine Welt. Er ging sogar so weit, sich einer Gruppe berüchtigter Schamanen anzuschließen. Und dann ist er, warum ist er dann nach Jund? Weil er da wahrscheinlich gesparkt dann und... Ja. Okay. Witzig. Und das Witzige, weil hättest du diese vier Fragen... Die vier Antwortmöglichkeiten wäre Lara nicht mal drauf gewesen. Okay. Dann hätte man wahrscheinlich gewusst. Das habe ich voll vergessen, dass ich nehmen kann. Oh, shit. Welcher Planeswalker wird gesucht? Oh, Alter. Es gibt für jeden eine Planeswalker-Frage. Welcher Planeswalker ist ein Meister der Mentalmagie? Zaubersprüche der Illusion, der Täuschung und des Gedankenlesens sind sein Metier. Seine Kräfte erlauben es ihm, feindliche Magier zu manipulieren, indem er ihre Magie neutralisiert oder ihre eigenen Zaubersprüche gegen sie verwendet. Chase? Richtig. Joel kriegst auch einmal eine. Oh. Du kriegst jetzt eine Zusatzfrage. Oh je. Für welche Planeswalkerin entwickelt Chase Belair romantische Gefühle? Liliana. Vollständiger Name. Liliana Vess. Danke. Wenn es so einfach ist, dann da gibt es ja so viele Lilianas. Nein, es gibt eine Liliana Vess. Die anderen heißen irgendwie Zusatznamen. Ciao. The Last Hope. Ups. Gut. Welcher Planeswalker wird gesucht? Welcher Planeswalker strebt die Perfektionierung von Körper und Geist an? Seine Spezialität ist blaue Kunsthandwerkmagie, Zaubersprüche, die Artefakte schmieden, manipulieren und sogar zum Leben erwecken. That guy. Spoiler. Tezzeret. Richtig. Das Witzige ist, ich habe die Frage nämlich tauscht. Du hättest Tezzeret gehabt, aber auch das ist zu einfach für dich. Nein, Chase ist auch nicht. Sehr gut, es ist Tezzeret. Richtig, ja. Denk mal da. Oh. Keine Zusatzfrage? Nein, keine Zusatzfrage. Zu dem gibt's nichts. Frage für dich. Ja. Von welchem Plane stammt ursprünglich Kiora? Teros. Ist das deine Antwort? Ja. Da muss man sagen, man merkt, dass du mir nicht zuhörst. Weil beim... Battle for Zendikar. Genau, beim Top 5 Frauen-Video habe ich noch gesagt, sie ist so gestruggelt wegen Zendikar. Okay. Sie kann stammt nicht von Zendikar. Gott sei Dank hat er was falsch. Ich hab so pressure. Aber weißt du, nur weil sie deswegen struggelt, ja, weißt du ja nicht, dass sie automatisch von dort ist. Aber also er hat das erwähnt, so nebenbei. Ja, aber das... Ja, also höheren. Aber das war's für dich. Auf welchem Plane ist die Fähre geboren? Auf Dominaria. Richtig. Gott sei Dank. So, wir sind schon bei Frage 8. Das geht ja dahin. Diesmal wieder ein bisschen Vorgeschichte dazu. Leibert, auf das freue ich mich am meisten. Wieder, ja, fix. Super. Garuk Wild, bitte, schreib irgendwas. Ja. Garuk Wildsprecher ist ein Planeswalker, der grüne Magie befehligt. Seine Spezialität ist die Kreaturenmagie. Zaubersprüche, die dem Land große Mengen Mana entlocken, wilde Tiere beschwören und die Wildheit und Kraft der beschworenen Kreatur freisetzen. Doch seit er unter dem Fluch des Kettenschleiers leidet, sind seine Zaubersprüche verunreinigt. Welcher Planeswalker legt Garuk diesen Fluch auf? Liliana? Bess.
Richtig. Es gibt nur eine Liliana Planeswalker. Das stimmt. Frage für Christopher. Auf welchem Plane wurde Elspeth tödlich verwundet? Oida? Tödlich verwundet? Das Beste ist das Gesicht von Matthias. So. Gott sei Dank, meine Frage. Komm, gib mir die Antwortmöglichkeiten, weil, schau her, die potenziell ist es Theros, weil es in die Unterwelt gegangen ist. Ich sage jetzt nicht, dass meine Antwort ist. Oder es war damals, es war nicht auf Alara, weil auf Alara ist sie nicht. Also soll ich die Antwortmöglichkeiten sagen? Ja, sag mir die Antwortmöglichkeiten sind A. Alara, B. Innistrad, C. Theros und D. Zendikar. Have fun. Ja, Zendikar also Zendikar und Innistrad sind es halt nicht. Ja. Sagst du jetzt mal ja, okay. Und was ist es dann schon, deine Meinung? Ich sag Theros, was in die Unterwelt gegangen ist. Korrekt. Diese offenbar einfachen Fragen, gell, die dann immer so. Ja, ja, wo du dir denkst, hey, warum? Was ist auf Alara passiert und hin und her? Okay. Gut, Frage 9 für Matthias. Mhm. Durch eine unglückliche Wendung des Schicksals verschlug es ihn nach Ixalan. Da er von dort nicht weiter Welten wandern konnte, ist er dort gefangen geblieben. Wie heißt der flammengekette Minotaurus Planeswalker? Armgraf. Richtig. Da gibt es auch eine Ich dachte, es geht wieder um Chase. Mein Antwort ist Chase Liliana. Wer hat wen Angrath? Also? Jetzt gibt es auch eine Zusatzfrage für dich. Mit Angrath? Ja, das. Wie viele Hörner hat Angrath? Ganz ehrlich, hätte ich gesagt, wie heißt der Planeswalker, hättest du nicht Angrath gesagt, oder? Weil ich Fleming. Nein, weil es halt einfach auch Chase sein können. Genau, eben. Wobei der ist ja eben weggekommen wieder. Angrath halt nicht, oder? Aber ursprünglich hat er nicht weg können, ne? Ja, ursprünglich hat keiner weg können. Es hat keiner weg können. Weil halt die Sonne das verhindert hat. Angrath nutzte seine körperliche Stärke sowie sein magisches Talent, um Captain Radcliffe bei den vielen Beuterzügen zu unterstützen. Schon bald zeigte sich, dass die Mannschaft Angrath mehr respektierte und verehrte als ihren eigenen Captain. Also führte der Minotaurus eine rasche und beinahe gewaltlose Meuterei an, an deren Ende Radcliffe an einem Gaff vom Bugspriet baumelte. Whatever. Der neue Captain. Patrick hat sich nicht mit Bootsfahrt beschäftigt. Bugspriet. Keine Ahnung. Der neue Captain Angrath änderte den Namen des Schiffes zu. Wie heißt das Piratenschiff von Angrath? Bitte die Antwortmöglichkeiten: A. Teufelsketten. B. Teufelsklauen. C. Teufelsnarben. D. Teufelsbraten. Alter, Teufelsbraten war lecker. Nochmal was: Teufelsklauen. A ist Teufelsketten. B ist Teufelsklauen. C ist Teufelsnarben und D ist Teufelsbraten. Nein, nimm Teufelsketten. Korrekt. Ratten ist heute meine Stärke. Ratten? Ratten. Die sind überall. Eine Frage wieder für Christopher. Wo wurde Ajani Goldman geboren? In M10. Das ist falsch, aber das ist lustig. Ajani? Ja. Aber... Ich rede halt nur deppert von Alara die ganze Zeit, aber der war doch in Schatz drin. Sag mir bitte die Möglichkeiten. Okay. A auf Kaladesh, B auf Zendikar, B auf Zendikar, C auf Alara, D auf Naya. Naya ist kein Plane. Naya ist ein Plane. Alter, komm! Naja, ist ja wie wir jetzt auch noch zusammengearbeitet. Naja, ist ein Plane. Das weiß ja nicht. Er ja nicht. Ich sag Alara. Die Schatz auf Alara-Geschichte, das ist nämlich das, wo ich mich ausgehe, waren zuerst einzelne Welten. Aha. Und dann sind sie... Okay, dann wäre es wahrscheinlich Naya und ich hätte Alara gesagt. Okay. Also was sagst du? Na, wenn ich weiß, dass Naya ein Ding ist, dann sage ich Naya. Ja, dann. Ja, dann ist es Naya. Naya ist der Plane. Ja. Das wusste ich nämlich nicht. Echt wahr, okay. Die aber jetzt diesen Maelstrom-Nexus dann verschmolzen. Genau. Ah, das ist die Story, okay. Jetzt kriegst du dir eine Zusatzfrage dazu, die du wahrscheinlich nicht weißt, weil ich auch nicht die Antwort Maelstrom-Nexus. Wann entzündet Ajani's Planeswalker-Funke? Wenn du das weißt, bin ich beeindruckt. Also, das hat mit seinem Bruder zu tun. Und zwar, wie sein Bruder gestorben ist. Ich hab auch gesagt, dass er irgendwie verreckt. Stimmt's? Respekt. Ich hätte es nicht gewusst, ja. Ja. Der Tag, an dem Ajanis Bruder von unbekannten Heimtückisch ermordet wurde. Ja. This guy. This guy. Knows his lore. Ja? Oder Ajanis lore. So. Grazie. Nun. Grazie. Jetzt wollt ihr wieder einen Zwischenstand haben, gell? Ja. Fix. So.
Warum hast du denn nicht vorher dazu geschrieben? Ich habe Hacker gemacht. 100, 200. Fast genauso gut, ne? Das hat zweimal gefehlt, oder was? 300, 400. Ja, ich. Nein, ich. Bist du der rechte oder linke Zähl? 500. 550, 600, 750, 800. Für Matthias. Yeah. Ich hoffe, das stimmt auch und ich blende das selber gerade ein. 100, 200, 300. Wie, nie jemand wird wissen, wie viele Punkte wirklich mehr blenden. Oh, ich blende die ganze Zeit ein. Ja, er blendet irgendwas ein. Blendet ein Pick von sich, von so Peanut Butter Jelly Time tanzt oder sowas. So ein GIF. 400, 600, 700. 800. Und 800 für den Christopher. Gleichstand. Alter, mega. Und ab jetzt wird es einfacher und schwerer. Super. Weil ab jetzt... einfach für mich schwerer für Christopher. Ja, ich wollte es gerade sagen. Einerseits ist eine neue Kategorie angebrochen. Die Kategorie ist Editionen, Formate und Verschiedenes. Und andererseits gibt es ab hier jetzt nur noch 50 Punkte. Verschiedenes? Ja, man braucht Hüllen. Es gibt nur noch 50 Punkte. Und es gibt fast immer Antwortmöglichkeiten von mir. Aha. Nur für die erste Frage nicht. Für die erste Frage gibt es auch ein bisschen anderes Punktesystem, aber das verrate ich jetzt nicht. Oh, kann ich gleich verraten. Weil die erste Frage, Frage 10 ist, wie heißen die 5 Scherben von Alara? Und es gibt pro richtige Scherbe 10 Punkte. Ui, es gibt Naya. Also es die gibt beste Jund, Frage. Grixis, Esper und Band. Richtig, 50 Punkte für den Herrn. Alter, warum nicht 250? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Du bist ein Trottel, leider. Für dich gibt es auch eine gute Frage. Bitte. Wie lauten die 5 Kane aus Takje? Selbes System, 10 Punkte. Die 5 Kane. Ja. Kane. Kane. Karne. Klane. 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 Ach so. Die Clans. Ja. Die 105 Scherben heute, ne? Nicht helfen. Jeska, Madu, warte, jetzt muss ich das... Temur... Doch nochmal das Color Wheel, ne? Ja, dann, dass ich nicht spiel. Was ist. Jetzt muss ich wirklich nachdenken, weil ich es nicht auswendig habe. Ah, Abzahn. Obezahn. Und dann fehlt noch einer. Korrekt. Einer fehlt noch. Was ist das? Sultai. Korrekt. Das spiele ich sogar. Das ist der Beste. Shame. Sultai, Beste. Shame. Bling, bling, bling. Shame. Bling, bling, bling. So. Eine Frage zur Edition. Und zwar, gibt nur eine Magic, ne? Welche Edition hat eine Schneeflocke als Logo? Ice Age. Richtig. Das hätte ich auch gewusst. Ja, man muss nachdenken. Weil sie, vielleicht gibt's Christopher, bitte. Welche Edition hat 2 Zahnräder als Logo? Urza Saga. Richtig. Bestes Set. Eine neue Frage. Eine ganz andere Frage. Und zwar Pioneer. Ein neues, nicht rotierendes Format mit Karten ab Rückkehr von nach Ravnica. Entschuldigung. Auch dieses hat eine Bandlist. Wie viele Karten sind aktuell im Pioneer-Format gebannt? Wie steppert alle? Die 4 Antwortmöglichkeiten ich sind... Ich will sie nicht hören. Du willst sie nicht das hören, aber du kriegst sie gratis. Ach so, okay. 9. Wurscht, ich muss sowieso durchgehen. 5 Fetchländer sind gebannt. Okay. was haben sie noch bannt? Oath of Nissa ist bannt. Die grüne Leyline ist bannt. Katze ist Band. Oder ist es eine Heli? Ist wurscht. Eins von den beiden ist Band. Katze. Von Marvel haben sie nichts Band. Scheiße. Irgendwas ist noch. Ist nicht Heart of Kieran oder so Band? Nein, Smuggler's Copter, oder? Der ist Band. Zähl nochmal auf, was gibt's? Also, Möglichkeit A ist 9, Möglichkeit B 11, C 14, D 16. Ja, ich hätte noch Oko und Once Upon a Time hätte ich noch gehabt. Ist Veil of Summer Band? Gute Frage, ne? Es sind 5 Fetchländer. Ich hätte mal aufschreiben sollen, welche Karten der Band sind, ich habe, aber das fast erwartet, dass das passiert. Ich Oath, weiß es nämlich nicht. Leyline, Smuggler's Copter. Leyline hätte ich gar nicht gewusst. Das ist mir spurlos. Ah, die grüne Leyline, oder aber noch geredet, wie Karten. Ich weiß, aber das hätte ich jetzt nicht gehabt. Copter, Oko. Was gibt's? 11 und das nächste höchste ist 14. 14. Ja. Ist Once Upon a Time legal in dem Format? Weil wenn es nicht legal ist, dann müssen es 14 sein, weil dann bin ich schon auf 12, ne? Ich sage, es sind 11. Nein, es sind 14. Was ist noch Band?
Ich war aber Once Upon a Time. Ja, Once Upon a Time ist dann noch, ja, Wild, das sind dann 12. Ja. Welche zwei Karten sind noch, Ben? Weiß ich jetzt nicht. Haben sie, ich weiß es auch nicht, haben sie Khan gebannt? Nein, haben sie dort nicht gebannt. Nein. Aber es sind 14. Okay. Gut, Frage 12 für den Christopher. Wie viele Karten sind in Modern gebannt? Alle. Nein. Wann erschien das erste, weil du uns ja für Commander das reingeritten hast, habe ich dir diese Frage gegeben, ja. Wann erschien das erste Commander-Set? Willst du die Antwortmöglichkeiten hören? Ja, natürlich, die kriegst du ja gratis, oder? Ja, natürlich. Na, gib. Juni, na, kostet's was. Juni 2011, August 2004, Juli 2009 oder Mai 2013? Easy. Easy. Für dich war es easy. Ich schwanke zwischen 11 und 13. Tja. Eine Antwort geht nur. Ist so gut, ich bin zwischen 11 und 14 geschwankt. Was war das erste Commander Deck? Was waren die ersten Commander Decks? Da fragst du einen falschen. Ich habe sie sicher nie gespielt. Aber ich habe sie. Ich hab 2011 zum Spielen angefangen. Also... FNM. Die wichtige Frage sind, was sind die letzten zwei gebannten Karten? Ich sag 2011. Korrekt. Ah. Es gibt ein Commander-Set, das heißt Commander 2013. Genau. Und es gibt kein Commander. Ja, eben. Commander, war 2011 Commander 2013 habe ich gewusst, aber ich wusste nicht, ob es vorher noch was gibt. Ja, gab es vorher eins. Es gab ein erstes Commander. Die Frage 13 für den Herrn Hauser. Welche Edition hat ein schwarzes X als Logo? 10. Edition. Dafür gibt es auch eine Zusatzfrage. Jawohl. Wie viele Magic Sets hatten, weil das X, für die das nicht wissen, ist eine römische Zahl, eine römische 10 in dem Fall sogar, hatten römische Zahlen als Editionssymbole? Römische Zahlen? Ja. Es gibt 4. Edition, der hat ein Symbol, es gibt 5. der hat ein Symbol, der hat, dann gibt es 6. der hat ein Symbol, 7. hat kein römisches, 8. hat kein römisches, 9. hat kein römisches, 10. hat eins und seither sind die Core Sets, die haben keine mehr. Frage ist, ob es sonst irgendwas mit einem römischen Symbol gibt. Könnt ihr die römischen Symbole durchgehen? Ne? Also ich kann dir auch die Antwortmöglichkeiten geben. Na bitte, okay, wie viel? Also das kostet mich nichts, oder? Nein, kostet das kostet okay. Kostet nichts. Also ich habe aktuell 4, ne? Genau. 4., 5., 6., 10. Ja, also die Antwortmöglichkeiten sind 4, 3, 2 oder 1. Na, dann sind es 4. Danke. Weil bevor du mir sagst, Visions ist ein V, was auch ein römisches Symbol ist. Naja, und damit, muss, und damit, ich wäre jetzt die Symbole nein, durchgegangen. Und damit ne? Fails, dann dachte ich, mein, gleich, du das abkürzen. Weil du dir die Antwortmöglichkeiten kriegst. Das ist der Warsinger. Nur Sympathie, Hilfe. Sag mal lieber, welche zwei Karten noch gebannt gewesen sind. Ja, es gibt auch das ich kann das gleich, ich google es nachher. Christopher, aus wie vielen Sets oder Editionen bestand früher ein Block? Aus 3. Richtig. Zusatzfrage. Welcher Block war der letzte mit 3 Editionen bzw. Sets im Block? Willst du Antwortmöglichkeiten haben? Ich bin gratis, also. Nach Theros ist gekommen. Ja, sagen wir es. Also Theros Block, Khans Block, der Battle for Zendikar Block oder Shadows of Innistrad Block? Nein, dann ist es Khans. Richtig. Das ist ein bisschen unfair, weil Guilds of Ravnica sind eigentlich auch 3, ne? Nein. Guilds of Ravnica. Ja, Guilds of Ravnica. Ravnica Legions und. Aber das sind alles aber jetzt eigene ist, Sets. Ist ja, nicht das Block. Aber, ja, eh. Aber ist offiziell kein Block. Ja. Das lügst du. Er lügt nicht. Und es sind außerdem also 3 ich große lüge Sets. Nicht. Ich damals nur, ich damals war ein Block ja 2 große, ein kleines Set. Ja, aber das haben sie früher war es mal ein großer, 2 kleine. Ja, das war überhaupt praktisch. Das war oder am besten groß, klein, groß, klein. Es gibt dieselbe Frage für euch beide, nur Unterschiede mit unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten. Welches Duel-Deck gibt es nicht? Matthias? Elspeth vs. Tesseract, Elspeth vs. Kiora, Piraten vs. Meervolk, Heroes vs. Monster. Was war Elspeth gegen Tesseract gibt's, Elspeth gegen Kiora gibt's. Und was war das letzte? Heroes vs. Monster. Heroes vs. Monster gibt's auch, dann ist es das dritte. Piraten vs. Meervolk gibt es nicht, korrekt. Für dieselbe Frage für dich, Christopher. Welches Duell da gibt es nicht? Chase vs. Vraska, Elspeth vs. Ajani, Nissa vs. Obnixilis oder Elspeth vs. Ajani gibt es nicht. Weil? Weil die
immer gut miteinander waren. Sind Haberer, richtig. Die Elf ist Gatzenstreichlerin, also was ist? So, die 15. Und letzte Frage. Wie willst du machen? Weiß gegen Weiß, oder was? Weiß-Rot. Weiß-Rot-Weiß. Matthias, üblicherweise enthalten die From the Vault-Produkte immer 15 Karten. Bei welchem From the Vault waren es einmalig 20 Karten? Oh, das ist sau schwierig. Vermutlich irgendein Jubiläumsprodukt. Wahrscheinlich das zum 20-jährigen Jubiläum. Hätte ich gesagt. Du kriegst die Antwortmöglichkeit. Nein, oder? Da gibt es keine Antwortmöglichkeit. Schlecht für dich. Sonst hätte ich schon angeboten. Was ist denn das Jubiläumsprodukt? Das müsste irgendein 20er oder sowas haben. Als Symbol. Ja, fix, From the Vault 20. Das ist der Kreis mit 20. Da wären 20 drinnen gewesen sein. Richtig, From the Vault 20 zum 20. Jubiläum. Da war der Jace drin. Voll Jace ist drinnen, Armageddon war das auch da drin? Mhm. Nein, das war Destruction-Ding. Weiß ich nicht, was da alles drin war. Aber ja, From the Vault 20. Ja, From the Vault 20. Die letzte Frage für dich, Christopher. Ab welcher Edition lösten die Planeswalker-Decks die damals sogenannten Intro-Decks ab? Intro-Pack-Decks ab? Du kriegst auch Antwortmöglichkeiten, wenn du möchtest. Was? Ist das für unfaire Geschichte hier? Willst du sie oder willst du sie nicht? Entschuldige noch einmal. Ab welcher Edition lösten die Planeswalker-Decks die damals sogenannten Intro-Pack-Decks ab? Ja, bitte gib mir Antwortmöglichkeiten. A. Kaladesh, B. Ixalan, C. Khan von Takir oder D. Battle for Zendikar. Warum weiß ich das nicht, Alter? Weil du nicht im Verkauf arbeitest. Es gab Intro-Decks und die Planeswalker-Decks haben die dann abgelöst. Haben die dann abgelöst, genau. Und davor gab es Tournament-Packs einmal. Schau, als Überlegung, überleg dir, was für Planeswalker gibt's und was sind die ältesten, die du dich erinnern kannst, was Planeswalker gibt. Ich hoffe, ich rede jetzt keinen Schaß, aber... Ich habe dir nicht zugehört. Ich zähle gerade Punkte. Also in meinem System. Was waren die anderen... Es ist der aus Elbet gegen Kiora. Nicht Dual Decks, sondern Planeswalker Decks. Planeswalker Decks. Und die Antwortmöglichkeiten waren Kaladesh, Ixalan, Khan of Takir, Battle for Zendikar. Ich jetzt. Leck mich in den Arsch, was ist das? Wieso weiß ich das nicht? Ich sag Battle for Zendikar. Ich sag Kaladesh. Battle for Zendikar. Es ist die Frage vom Christopher, darum hat er nicht richtig, du hättest richtig. Es ist Kaladesh. Chandra und Dovin, ne? September 2016, oder? Das habe ich wirklich nicht gewusst. So, jetzt muss ich noch die Punkte da zählen. Ah, das waren Dual-Decks, jetzt geht es aus. Okay. Ja, die Planeswalker-Decks. Ich glaube, du hast gewonnen. Lol. Oder es ist Gleichstand, oder? Die entscheidende Frage ist, wer kommt zuerst auf die zwei Karten, die noch geblendet sind? Ich glaube, es ist... Warte mal, wo ist denn das jetzt? Ich glaube, es ist Gleichstand 1100 zu 1100. Das wäre richtig mega, cool, das wär oder? Richtig cool, ja. Es ist gut, weil ich habe nämlich für diesen Fall eine Patrick Bordele-Frage. Sinderwahl, Patrick. 3-3. Ich habe eine Abschlussfrage, nämlich eine Schätzfrage, damit einfach der näher dran ist, dann gewinnt, weil ich habe sowas befürchtet, dass sowas passieren könnte. Wie oft hat der Patrick ausländische Namen falsch vorgelesen? Nein, das werden wir zu viel anschauen. Also, Stichfrage. Ja, Stichfrage. Wie viele Karten hat die 5. Edition? Bitte, der Christopher darf anfangen. Du weißt das auswendig, oder? Nein. Die 5. Edition. Ich sollte es euch eigentlich beide aufschreiben lassen, weil der andere kann dann sagen, eins drüber oder drunter. Das ist wirklich unfair. Dann schreiben wir es halt auf. Gib mal einen Stift. Da kriegst du einen D-Zettel, da kannst du aufschreiben. Ich hab keinen Stift. Ja, da kriegst du einen Stift. Okay. Scheiße. Wie viel gibt's da? Schreib auf, wenn du was weißt. Ich weiß es noch nicht. Ich muss überlegen. Bitte bin schön. Gespannt. Hast du viel? Weil das ist die größte Edition der Magic.
Nein, ist es nicht. Ist es nicht war mehr? Die größte Edition in Magic bis okay. Mystery Booster. Ja, okay. Die fünfte Edition war die größte Edition in Magic mit einer Gesamtzahl von 449 Karten. Bist du aber nur knapp? Der Christoph hat gewonnen, er hat 425 gewählt. Ach, oh gut, 500 von Matthias. Ja, herzlichen Dank, Dankeschön. Ja, wir gratulieren. Ja. Als Belohnung gibt es ein feuchter Eindruck. Das goldene Ende der Nahrungskette. Und ich schaue jetzt nach, was die letzten zwei Karten. Konstantin, danke nochmal für die coole Idee. Auch für das Zusammenschreiben von diesen Lore-Snippets. Ja. Vor allem nett. Für die Lore-Sachen. Ja, mir hat es richtig Spaß gemacht, ja, zuzuhören. Stimmt. Ich hätte gerne mehr Innistrad-Lore von dir, Konstantin. Ja. Das wäre sehr nett. Bitte. Ob es nochmal sowas geben wird, schauen wir mal. Hängt davon ab, ob der Konstantin nochmal was schickt. Und wenn, will ich auch raten dürfen. Ja? Na, das passt schon so. Das ist gut so. Der Patrick macht das sehr gut. Das ist der Armin Assinger des Spielraums. Gut, euch danke fürs Zuschauen, euch beide danke fürs Mitspielen. Wie immer, ja, könnt ihr natürlich Kommentare und Videos hinterlassen, ihr könnt es auf Facebook, Twitter und Instagram erreichen, könnt ihr natürlich auch am Spiel am Wien antreffen und den nächsten Video sehen. Ansonsten, ja, danke nochmal und ciao. Und Konstantin, ich schicke dir dann meine IBAN-Adresse, wo du mir die 1200 Euro überweisen kannst. Mit Stichfrage, es muss ein bisschen Mehrwert sein. Ne? Nein, den 100 überweist der Patrick, okay, oder? Das 1100 war es vom Konstantin und den 100. Aber für jeden, ne? Den 100er sponsert der Patrick. What? Schau mal, Bab. Was sind die letzten beiden gebannten Karten? Ich habe extra nachgeschaut, ob es wirklich 14 sind, weil er hat mir das ja schon geschickt im.